So, sehr schön. Geht doch! Ich wollte nur ein Gewehr. Mehr wollte ich wirklich nicht. Was macht er jetzt? Irgendwie tönt es ein bisschen verdächtig. Die Waffe ist kaputt. Vielleicht machen wir jetzt einfach mehr Geräusche und die Zombies kommen schneller. Aber ich schieße die sowas von weg. Ich könnte eigentlich in jedem der Eco-Shooter-Spiele oder Counter-Strike sehr gut vorwärts kommen, weil ich sehr gut ja, treffen kann, weil ich natürlich im Schießen war früher, im Feldschießen und so weiter, und wir mit Pistolen geschossen haben, also mit Wasserpistolen. Da ist noch was. Eine Jacke. Ein T-Shirt. Ja. Ich will mein schwarzes behalten. Das hört sich wirklich an, als würde die Waffe irgendwie kaputt sein. Ob es wahrscheinlich nur das Waffe an irgendwas geschlagen ist. Ein Schale. Ja, sieht nicht so nach einem Schale aus. Und das in Pristina, wie das heißt. Nö. Eben, wie gesagt, ich wollte zur Kirche, aber ich will kurz schauen, was denn hier noch ist. Warten wir ein bisschen auf den Bus. Oh, ein Restaurant. Das ist sehr, sehr gut, wenn hier ein Restaurant ist. Die haben sogar Dosen. Futter. Okay. Das hört sich nicht so gut an. Ach komm. Was? Ja, ganz klar. Jetzt plötzlich wieder. Aha. Da fühlt sich eine Dame wie vielleicht ein bisschen zu sehr genickt. Komm. Komm. Schlagen. Ich muss schlagen. Oh, jetzt ist er zu dumm zum Schlagen. Jetzt wieder. Ja, ganz klar. Ja, ich verblute wieder nur wegen einem Schlag. Ach komm. Hallo. Und wieso musst du so lecken im... Jetzt reicht es, jetzt reicht es. Fertig. Ja. Ach Gottchen. Oh mein Gott, ich muss das nächste Mal nur irgendwo ein bisschen runterfallend hingehen und dann... Fallen die Zombies auf die Schmerzen, sind sofort tot. Ja, sind sofort tot. Wieso nicht? Gehen wir mal hier rein. Jetzt sogar noch eine Taschenlampe. Schade, keine
Pistole, nix. Ah, dann brauche ich die Munition eigentlich auch nicht mehr. Ach komm, ein bisschen Bohnen weg. Baseball Cap. Ich gehe jetzt zu Ding und lass mich wieder töten. Ah, ich will wieder weg. So. Verdeckt mir zu viel Sicht. Ah, und hier noch eine Propaganda. Ja, das kann man gut lesen. Wurde wieder sehr gut gemacht, dass man das nicht lesen darf. Platz der Freiheit. Platz der Revolution. Gott beschütze mich. Gib mir irgendwie ein Blutdämmungsmittel. Eine Bandage. Bitte. Ja, nicht mal die Bücher darf man mitnehmen. Ach komm schon. Jetzt bin ich wieder so schlecht. Wenn man hier einfach neu startet, kann man ja auch gar nicht. Toll. Ich bin langsam. Gehen wir hier mal irgendwo in ein Geschäft. Naja, das mit den Zombies muss ich noch ein bisschen lernen. Also wenn man irgendwo jemanden hört, ist es zu spät oder was. Ins Restaurant da drüben. Ich will einfach dann die Items wieder haben, bitte. Was ist das? Ein Radio. Ich muss meine Leiche ein bisschen verstecken, sonst finden es andere Leute, bevor ich dann sie gefunden habe wieder. Weil ich kenne mich noch nicht aus bei allen Spawns. So. Jetzt fühle ich mich plötzlich wieder gut, oder was? Irgendwie komisch verblutet die ganze Zeit. Aber mir geht's bald wieder besser. Was ist das da? Darf ich bitte das einsammeln? Ah, dann halt nicht. Guten Tag. Ja, schieb mich, genau. Die Tür schiebt mich zur Seite. Red Check Shirt. Badly damaged. Ah, oh, ich brauche keine Kaffeebohnen. Oder Spaghetti. Spaghetti. Lieber das. Jo, jo, jo. Eine Mütze. Das ist was. Pellets. Ich brauche einen Rucksack, bitte. Das war ja davor.
als ich einen Rucksack hatte, ja. Ah, das war ja das, was ich hingelegt habe. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen laufen. Ich möchte noch hier irgendwo ein bisschen etwas finden. Eiscreme. Ich hätte gerne eine Eiscreme. Natürlich nicht. In diesem Game wird man einfach nicht verwöhnt. Spaghetti. Was soll ich mit so viel Spaghetti? Ist zwar gut für Sportler wie ich, aber doch nicht alles nur Spaghetti. Can Opener, der brauche ich. Ich brauche keine Munition, die nicht geht. Außer man muss die zuerst reintun. Wo war das? Hier ist noch ein Brecheisen. Wo habe ich dieses Ding hingetan? Ach Mist. Hier irgendwo. Hier. Eine Spaghetti raus. Dafür Munition mitnehmen. Ja, die geht wirklich nicht. Auch wenn es eine 22er ist. Plus. Minus. Empty. Split. Inspect. Das möchte ich nicht. Ich möchte Combine Inspect. Ich möchte hier reintun. Geht doch. Das kann ich wenigstens mal ein bisschen scheißen. Ich scheiße jetzt alle Zombies voll. Zombie. Ich brauche Zombie. Ich werde mich nicht geschlagen geben. Ich werde jetzt alle Zombies ausrotten. Eine Banane. Die sieht ja mal fein aus. Eine Seife. Das sieht nicht noch eine Seife aus. Das ist Munition. Da habe ich doch irgendwo ein Zombie. Komm doch mal her. Hallo?
Einen Apfel. Eine Waffen-Cleaning-Kit. Ich will den Apfel da unten. Ja, nein. Ach, komm schon, und ich sterbe zugleich. Aha. Das ist doch mal was für mich. Fandungsfoto. Blutbag Kit. Inspect. Ich will das benutzen. Ja, ich will benutzen. Ich blute immer noch. Ich bin durstig, ich bin nass. Ich will das nur benutzen. Ja, ich habe ein Blutding und kann es nicht selbst benutzen, oder was? Ich glaube, ich habe mal irgendwas gehört, dass man das nur verabreichen kann. Ich benutze das, bis ich nicht mehr blute. Chinesisch. Nein, ich... Schon noch das aus... Ah, so vielleicht. Ich will, dass du mich heilst. Heil dich doch. Bist du zu dumm dafür? Bist du zu dumm dafür? Okay, ein solches Haus neben einem Gerüst. Ich gehe zurück in die Kirche, wenn ich noch kann, und werde dort ein zeitliches Segnen. Ja, genau, ich gehe hier hinein. Da werde ich schon wieder finden. Oh, ein unsichtbarer Zaun ist auch schön. Oh, eine warme Klamotte. Kann ich wenigstens warm sterben? Na, hier wäre es sogar... Naja, das sieht schrecklich aus. So. Jetzt... Im roten Haus ist das rot. Ich sehe die Farbe nicht. Du fühlst warmes Blut. Und was ist, wenn man kaltes Blut fühlt? Ja, ich sterbe sowieso bald. Aber ich möchte doch noch einen Zombie abschießen. Ja, toll. Neustart. Und ich glitsche am Boden entlang. Ich mach was zu essen.
Bitte nicht zu weit weg von Elektro. Ja, das sieht gut aus. Ich weiß, wo wir sind. Ganz im Südwesten. Oder im Südosten, oder im Nordosten. Ich glaube Südosten. So, jetzt müssen wir nur noch dort hinkommen. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier spawnen kann. Aber ist doch gut. Ein bisschen weg von den Zombies, wenn hier irgendwo sind. Jetzt muss ich nur noch da die zwei Hochhäuser finden. Die sind dort hinten. Okay, muss beim Kamin durch. Ungefähr dazwischen ist ungefähr das Todesort. Ich habe jetzt nicht auf das Kamin geschaut. Und auf die Legs habe ich ja nicht geschaut. Nein, ich habe nicht auf die Kamine geschaut. Ich müsste nächstes Mal den höchsten Punkt bringen, aber dort hinten sind die Hochhäuser. Wenn wir in der gleichen Stadt sind, aber ich denke schon. Ich glaube, es gibt nur eine große Stadt bei den Spawngebieten. Da gibt es noch eine große Stadt irgendwo im Norden. Nordosten oder so. Und ganz im Nordwesten ist das schlimmste Gebiet. Und man kann hier nicht durch. Komm schon, ich muss durch. Ja. Es geht. Ja, du fühlst dich immer hungrig, wenn du spawnst. Ist schlecht, sehr schlecht. Also dort sind die Hochhäuser, ja. Dort ist die Ding. Und das ist ein Zombie. Der hört mich nicht. Sehr schön. Ja, toll. Das hat gar keinen Vorderausgang. Ah, das sind Maschinen. Eine Cape. So. Schuhen. Ja, nehme ich mit. So, ich möchte vorne rausgehen. Da möchte ich bei dem Ding entlang, bei den Wohnding, Appartements, so. Und dann logge ich mich wieder raus, also dann werde ich eine Pause machen, weil ich habe genug jetzt aufgenommen. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Im Land der Zombies und der Dämonen. Ach komm schon, bitte nicht Server restart oder so. Bitte nicht. Hallo? Ach komm schon.
Ah, das ist doch gemein. Jetzt sind wir doch hier bei der Leiche irgendwo. Jetzt müssen wir schauen, wo sie hingeglitscht ist. Das rote Haus haben wir gesehen. Duct Tape. Das können wir natürlich nicht mitnehmen, weil der Server Probleme hat. Was ist denn das? Patching Clothes. Wir pflastern. Ja, wo bin ich jetzt schon wieder? Jetzt wurde ich zurückgesetzt. Hier ist natürlich wieder der Zombie. Nein, jetzt ist der Zombie nicht hier. Ah, was ist denn das? Einen Helm. Liebe Beleuchtung, FTW. Ach komm schon. Ich möchte nicht angegriffen werden. Ach komm schon. Ey, jetzt. Oh Mann, das Kampfsystem ist so für den Arsch. Ich möchte dich totschlagen. Ich hätte mit einem Schuss, einem Schlag den Zombie getötet. Und der braucht ungefähr 20 Schläge. Ja, danke, du hast mich wieder. Wieso blutet man dann jedes Mal? In einem kleinen Schlag blutet man direkt. Das ist völlig unrealistisch. Völlig unrealistisch. Okay, das machen, suchen wir die Leiche, nehmen alles auf, warten einen Tag, bis ich wieder Bock habe. Und dann werde ich nochmals die Leiche suchen, also mich töten lassen, Leiche suchen. Und gut ist. Hä? So hab ich. Irgendwie. Ding verloren, den roten Faden. Lass kurz schauen. Sind das die Blöcke? Dann ist es nicht hier, sondern hier vorne. Immer so komische Geräusche. Leiche, bitte erscheine. Ach komm. Muss das sein? Oh, muss das sein?
Ich gehe, also ich gehe weg von dieser Stadt, das nervt nur mit den Zombies. Oder suche mir einen Server ohne Zombies. Dafür mit anderen Spielern, die nicht immer alles abknallen sofort. Ja, wo ist meine Leiche? Werden meine Leichen resettet oder was? Oder wo sind meine Waffen, wenn ich wenigstens die Waffen hätte? Na toll. Sehr schön. Wahrscheinlich hat es sogar noch geleckt oder so. Und ich bin irgendwo vorher gestorben. Naja, für mich liegt das Spiel irgendwie gar nicht. Ist noch zu früh, um irgendwie Erfolg zu haben. Und ich bin halt nicht so talentiert. Also es liegt auch an meinen Skills, klar. Aber, wie sagt man so schön, wer viel stirbt und so, der lernt am schnellsten. Und ich sterbe schnell. Oh, ich sterbe schnell, ich sterbe schnell, ich sterbe schnell. Nein, dann höre ich jetzt hier auf. Und die Leiche, so ist sie nicht. Dort ist, wo ich gestorben bin, kann ich das vergessen. Ja, und jetzt habe ich schon warme Blut und alles Mögliche. Okay, dann suche ich mir irgendwann mal einen anderen Server. Vielleicht mal benutzen High Loot oder sonst irgendwelche Server. Mal schauen. Jo, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und jo. Schaut auch beim nächsten Mal bitte wieder zu. Wäre schön.